Hallo, liebe Zuseher da draußen, herzlich willkommen zu meiner neuen Rubrik Zigeunerwahrsagekarten. Und ich möchte euch heute mit einem Start beglücken, mit einem astrologischen Kreuz, mit einem astrologischen Kreis, nicht Kreuz, und mit dieser Legung, die ich bei Hayo Banzhaf gefunden habe, möchte ich auch so ein bisschen an ihn gedenken und in seinen Ehren da dieses Legesystem mit den Zigeuner-Wahrsagekarten, die er ja vielleicht gestern bei unserem Jahresausklang schon kennengelernt habt, mal interpretieren. Ich habe 12 Legepositionen, die sich an der Astrologie orientieren, und wir gucken mal, wie das für das Jahr 2021 ausfällt. Und ich mische auch schon die Karten. Hat einen wunderbaren Moment. Ich kann selbst stoppen, ich kann mir die Zeit nehmen und mir so meine Wünsche, meine Hoffnungen in die Karten rein mischen. Position 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So. Wir haben ja hier eine tolle Technik. Wir können ja das wunderschön noch hin und her schieben und dann sehen wir auch schon mal, was wir hier an Bildern haben. Ich drehe mal alle um, dann habt ihr schon mal einen Jahresüberblick. Ja, das schaut ja schon mal ganz gut aus, ne? Wenn man so bis jetzt die Karten ansieht. Ja, der Witwer hat sich gleich mal umgedreht. Stellt man wieder richtig hin. Ja, das sind ja schon mal nicht ganz so schlechte Karten, wenn man das mal so sagen möchte. Wir beginnen mit der Karte Nummer 1, mit der Grundstimmung, mit dem Januar. Und dieser Januar, der zeigt uns ganz klar, erlaubt euch mit der Karte Tod Dinge zu hinterfragen, Dinge loszulassen, Dinge zu verändern. Und dieses Verändern, ja, das ist ja ein sehr guter Hinweis für das, was wir in den letzten Zeiten erlebt haben. Und darum auch hier so, lasst los, was ihr nicht mehr benötigt. Der berühmte Sack, den man vor die Türe stehen kann, damit er mitgenommen wird. Ein wunderbarer Hinweis, eine wunderbare Aufforderung zu tun, was notwendig ist. Sich zu trennen, was man nicht mehr benötigt. Und mit diesem Start ins 2021 finde ich das schon wunderbar und gut, so im Januar zu hinterfragen, was benötige ich nicht mehr? Was kann ich loslassen? Wo kann ich Dinge rausstellen? Position Nummer 2, die Liebe. Hier haben wir das Thema Sicherheit. Hier geht es um unsere finanzielle Basis. Hier geht es um, was habe ich überhaupt? Was kann ich einsetzen? Was kann ich nicht einsetzen? Was muss ich hinterfragen? Wo darf ich großzügig, liebevoll sein? Und wenn ich diese beiden Grundstimmungen vergleiche, Großzügigkeit auf der anderen Seite, Liebe auf der anderen, dann ist das auch ein würdevoller Hinweis auf den Februar, wie ich mit mir, mit meinen Finanzen umgehen soll, umgehen kann. Toller Beginn im Jahr, ne? Und auf Position 3 haben wir die Karte Reise. Das heißt jetzt nicht, dass ihr im März wild kreuz und quer durch die Lande reisen sollt, sondern dass ihr euch hinterfragen sollt, wo sind denn meine Möglichkeiten zu reisen? Wo sind meine Alltagserfahrungen? Wo will ich hin? Wo stehe ich im Moment? Will ich schon aufbrechen oder brauche ich noch ein bisschen Proviant für die Reise? Oder muss ich noch den Tank füllen? Und all das steht hier in diesen Alltagserfahrungen drinnen. Ja, das
hinterfragen, das anfragen. Und da haben wir als Fragende so den Auftrag, an uns ganz klar zu sein, uns zu erlauben, das mit reinzubringen. Die ersten drei Karten, ich finde das wunderbar, ein toller Beginn. Position Nummer 4, hier geht es um unser Zuhause. Hier geht es um, wo fühle ich mich wohl? Und hier fordern uns die Karten auf, notiert es. Notiert alles, was euch dazu in den Sinn kommt. Gebt auch die Möglichkeiten her, das nicht wie Luther mit Papier und Pergament zu machen. Ihr könnt das auch mit elektronischer Form, dass ihr das in ein Gerät sprecht. Aber wichtig ist, dass ihr die Worte für euch habt. Wichtig ist, dass ihr das wiederholt, dass ihr das für euch immer wieder, für unsere Synapsen immer wieder wiederholt. Dass ihr die Chancen habt, zu rekapitulieren, zu wiederholen und immer wieder euch zu erklären, hey, genau das brauche ich. Das ist mein Fokus, das will ich eigentlich. Als Basis auch. Darum haben wir es auch so schön da unten. Ja, wir sind schon mitten im zweiten Quartal drinnen mit der Karte 4 und haben hier schon auch den April hinter uns gebracht. Und wenn wir uns auf die fünfte Karte gehen, dann haben wir hier so ein bisschen Verbindung hin zum Tod. Und mit dieser Sehnsucht haben wir auch die Chance, uns unsere Sehnsucht dahingehend zu bringen, dass wir Freude haben, dass wir uns fokussieren. Wo will ich denn hinkommen? Wo habe ich denn all meine Möglichkeiten, meine Wünsche? Denn wir befinden uns im Haus der Lust, des Spaßes, zum Spiel, zur Vergnügung. Und da sollte ich meine Sehnsüchte wieder dahingehend hinbringen. Da soll ich wieder mich daran erinnern, welche Freuden hatte ich und was will ich noch. Die Dame auf der Karte Sehnsucht blickt auch raus von ihrem wunderschönen Haus. Blickt auch, wer besucht mich noch? Wen besuche ich? Mit wem spiele ich, wenn er zu mir auf Besuch kommt? Und all das sehen wir hier auf dieser Position. Können wir wohlwollend auch genießen. Und wenn wir ums Genießen reden, dann sind wir auch schon voll in der Karte Arbeit drinnen. Denn hier haben wir für das 2021 die Karte Geschenke erhalten. Und Geschenk ist auch wieder so der Hinweis, nämlich das, was ich tue, als mit großer Freude erhalten zu haben. Oder habe ich wieder so ein Thema, wo ich mich hinterfrage, will ich das überhaupt noch oder gebe ich das Geschenk zurück? Aber vergessen wir nicht, diese Karte Geschenk ist verbunden mit der Karte Liebe auf Position 2. Und mit dieser Verbindung habe ich auch die Chance zu genießen, weil ich das bekomme, was ich mir in der finanziellen Position so gewünscht habe. Und da habe ich auch dann die Möglichkeiten und die Chancen, noch mehr zu genießen und das Geschenk noch mehr anzunehmen. Eine wunderschöne Karte, auch wenn ich nur den Monat Juni hernehme und ihn einfach als Geschenk annehme und wahrnehme. Ob wir es glauben oder nicht, wir sind bei Halbzeit angelangt. Wir haben hier den Juli. Und der Juli mit Karte auf Position 7, hier geht es um Partnerschaft. Hier geht es alles, was wir bereits in unserem Leben erlebt haben. Hier geht es um alles, was wir in unserem Leben auch schon erreicht haben. Mit all dem Positiven und dem Negativen. Und diese Karte der Witwer zeigt uns auch auf der einen Seite die Geradlinigkeit und auf der anderen Seite auch unsere Sentimentalität. Diese Karte ist in erster Linie mal verknüpft mit der Karte Tod und auf der anderen Seite verknüpft mit der Karte Reise. Und jetzt sehen wir schon, wenn wir uns erlaubt haben, hier zu hinterfragen, wo will ich denn hin, dann kann ich auch mir überlegen, ah, wo war ich denn schon? Wo möchte ich wieder hin? Wo habe ich meine Freuden? Oder eben auch nicht. Hier habe ich auch eine Verbindung vom Ich in Karte Tod hin zum Du. Ja? Wenn ich mich am Jahresende, am Jahresanfang, Entschuldigung, mir erlaubt habe, klar zu
überlegen, zu positionieren, was will ich nicht mehr, dann habe ich hier die Chance, als Witwer zu ernten, mit meinem Animus, mit meiner Möglichkeit, klar zu sehen. Eine tolle Position hier auf 7. Und wenn wir jetzt ins zweite Halbjahr reingehen, dann haben wir auch wieder tolle Karten mit den auf Position 8 liegenden unverhoffte Freude. Und dieser Hans im Glück ist auf der Position der Hintergründe, des Hinterfragens, des uns ermöglichen, hey, wie war das nochmal? Was haben wir uns da in der Karte Position 4 notiert? Ah, genau, das will ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das soll weg. Und mit diesem Fokussieren haben wir hier in den Hintergründen, in unseren Tabus, in der versteckten, geheimnisvollen, auch Sexualitätsposition, auch immer die Möglichkeit zu wachsen, auch die Chancen, Neues zu erwarten, Neues zu erleben und zu genießen. Denn mit diesem Hans im Glück auf dieser Position stoßen wir auch gleich die nächste Karte an. Ja, dieser August haut uns im September die höheren Erkenntnisse rein, die Erweiterung der Horizonte. Und diese Erweiterung der Horizonte mit Freude ist natürlich eine tolle Kombination, übrigens auch so eine Feuersymbolik, hin zum Tod und runter auf Position Nummer 5 mit der Sehnsucht. Und hier haben wir dieses wunderbare Dreieck. Und dieses wunderbare Dreieck ist wunderbar und toll, denn das gibt uns so die Power, dass ich dann genießen kann, was ich hier in der Sehnsucht für mich so hingenommen oder hingeschlutzt bekommen habe, was ich mir nämlich im Tod im Januar selber vorgegeben habe für das Jahr. Und diese Freude, die gibt mir so für den Bunch nochmal rückblickend dieses Quartal mit diesen drei wunderschönen Karten nochmal zu reflektieren und zu genießen. Und schon geht's rein in das dritte und letzte Quartal des 2021. Und um im 2022 gut dazustehen, gut positioniert zu sein, muss ich hier meinen Turbo zünden. Und was kann ich besser auf der Position der öffentlichen Anerkennung, wenn ich hier die Position Kind liegen habe? Diese Position Kind gibt mir auch die Chance für neue Projekte, für neue Anerkennung, für Neues zu erleben. Und wenn ich hier nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch meinen Beruf hin positioniert habe, ja, was gibt es denn Schöneres? Wenn ich schon so ein erfolgreiches Jahr hatte, dann kann ich hier im Oktober nochmal eins obendrauf geben. Und ich habe auch hier eine Verbindung von meiner Karte das Kind runter zum Karte des Briefs. Und jetzt wird es vielleicht nochmal verständlich, dass ich mit der Karte Brief alles, was ich mir aufgeschrieben habe, ein halbes Jahr später wunderbar meinen Fokus richten kann. Und darum ist es vielleicht so wichtig, das zu verschriftlichen. Ja, öffentliche Anerkennung und neue Projekte, das ist ein wunderbarer Turbo rein ins 2022. Aber noch sind wir nicht so weit. Wir haben hier die Oktoberposition. Und da fehlen ja noch 2 Monate. Und dieser noch fehlende Monat mit der Heirat, die gestern schon dabei waren, die unser Silvester-Special gesehen haben, sehen auch diese Karte wieder. Diese Heirat, die zeigt mir auf der Position der Freunde, wie toll es ist, wenn ich mich verlassen kann. Wie toll es ist, wenn ich Freunde und Freude verknüpfen kann. Wie schön es ist, wenn ich hier mich mit 2 Karten verbünden kann, nämlich zum einen mit der Karte die Reise und mit der Karte Partnerschaft, mit dem Witwer. Und dann zeigt es auch schon, da geht's hin, genau in diese Richtung. Mit dieser Kombination habe ich hier in der Position 11, in der Position der Freunde, eine wunderbare Möglichkeit zu wachsen, eine wunderbare Möglichkeit, noch neue Features zu bekommen. Ich finde das
Eine ganz tolle Position, ganz wichtig. Last but not least, Karte Nummer 12 haben wir hier auf der Position der geheimen Hoffnungen, Hoffnungen und Ängste. Und hier auf den Hoffnungen und Ängste haben wir die Karte Eifersucht. Meine Empfehlung in Kursen ist an die Kursteilnehmerinnen und Nehmer, schaut genau hin, was nehmt ihr wahr? Und wir sehen im Hintergrund eine Person, die andere beobachtet und vielleicht auch seine Hoffnungen und Wünsche hat, vielleicht auch Ängste. Und in dieser Position der geheimen Ängste und der Hoffnungen und der Wünsche habe ich immer so, ich beobachte andere, damit ich auch das bekomme, was die haben. Ja, schön. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel kann ja nicht sein, ich will das haben, was andere haben, sondern unser Ziel muss sein, ich möchte das bekommen, was ich möchte. Und darum empfiehlt es sich, als die Person, die hier auf der Karte im Hintergrund lauert, guckt und beobachtet, herzugehen und sagen, nee, ich drehe mich um und gehe meine Wege. Und darum ist es ganz toll, diese Karte als Abschluss zu haben, nochmal uns darauf einzustimmen, dass ich sage, ja, unsere tollen, wunderschönen Wünsche habe ich ja schon mal manifestiert. Und dieses Manifestieren hat sich hier im Witwe auch nochmal gezeigt. Und darum ist es wichtig, dass wir uns hier nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern dass wir hierher gehen und ganz klar, Entschuldigung, dass wir hier von den, ja, nee, stimmt schon, dass wir hier im Haus, das zu Hause ist, ganz klar uns werden, was wir wollen. Damit wir im 2021 unsere Wünsche auch erhalten. Tolle Karten für ein neues Jahr. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für Fragen stelle ich euch gerne unter agora@dimantica gerne zur Verfügung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restlichen 1. Januar und wie immer, never give up. Danke fürs Zuhören. Tschüss.